Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. Sternzeit 41294,5. Unser Ziel, der Planet Cassius, der zur Beta-M-Klasse gehört. Besser bekannt unter dem Namen Haven. Eine Welt, die so viel Schönheit ausstrahlt, dass manche glauben, sie besitze mystische Heilkräfte. Auch wir werden uns dort ausruhen und entspannen, all die Dinge tun, vor denen ich mich fürchte. Eine schöne Welt. Die Legenden behaupten, sie besitze die Fähigkeit, Seelen und gebrochene Herzen zu heilen. Legenden, die durch keinerlei Daten bestätigt werden, Captain. Es sind die Legenden, die das Universum interessant machen, Mr. Data, denn sie haben die Eigenschaft, manchmal wahr zu werden. Lieutenant Ja'an, Commander Riker. Sie werden im Transporterraum 1 erwartet. Sie brauchen mich, Lieutenant? Yes, Sir. Ein unbekanntes Objekt wird von Haven rübergebeamt. Von wem kommt es? Das wissen wir nicht. Man meldet gerade, alles sei bereit, Lieutenant. Also gut, beamen Sie. Voller Erstaunen beobachteten Tasha und Commander Riker, wie eine silberne Maske im Transporterraum erschien. Aus einem eigenartigen, durchsichtigen Rahmen trat ein lächelndes Gesicht hervor. Was geschieht hier? Ich habe eine Nachricht für Diana Troy. Luaxana Troy und die ehrenwerte Miller-Familie werden bald eintreffen. Das bedeutet, der wichtige Tag ist nicht mehr fern. Frohlocket! Nein. Nein. Was ist denn? Edelsteine. Sehen Sie die vielen Edelsteine? Es sind Vereinigungsgaben. Die Menschen würden sowas Hochzeitsgeschenke nennen. Wer wird dann heiraten? Ich bin die Braut. Ich war sicher, dass es nie so weit kommen würde, Captain. Die lange Zeit, die ich bei der Sternenflotte verbracht habe, die Lichtjahre, die mich von zu Hause trennen. Aber Sie haben es sicher schon gehört. Genetische Verbindung ist eine Tradition der Betasoiden. Steve Miller war der engste Freund meines Vaters. Ihr Vater war ein Mensch, Diana. Die Millers sind Menschen. Eine Frage, werden Sie mit Ihrem Mann auf dem Schiff bleiben, Counselor? Nein, Sir. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen viel Glück zu wünschen, Diana. Entschuldigen Sie mich. Bill, ich weiß es genau. Mehr als alles andere in deinem Leben wünschst du dir, eines Tages Captain eines Raumschiffes zu werden. Nein, das ist nicht alles, Diana. Ja, das spüre ich. Du magst mich, aber dieses Gefühl kommt erst an zweiter Stelle. Hast du mich verstanden? Ja, natürlich. Eine bizarre Situation. Es tut mir leid. Und doch musst du auf meiner Hochzeit tanzen. Vielleicht. Eine Nachricht vom Planeten Haven, Counselor. Wir möchten die Hochzeitsgesellschaft der Millers an Bord beamen. Sekunden später erschien die Familie Miller auch schon auf der Enterprise. Vater Steve, Mutter Victoria und Wyatt der Sohn. Ich bin Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise. Willkommen an Bord. Ein beeindruckendes Raumschiff, das Ihnen untersteht, Captain. Ich habe mich auf diesen Besuch gefreut. Sie sind doch nicht etwa... Doch, ich bin Diana. Ach, Diana, Darling. Ich bin sicher, du erinnerst dich nicht mehr an mich. Wyatt hat nicht übertrieben. Sie ist eine Schönheit.
Ich bin Wyatt. Ist es nicht überwältigend? Ich wusste, dass die Romantik nicht vollkommen tot ist. Ein kleines Geschenk für dich. Eine Chamäleonrose. Sie ändert die Farbe mit der Stimmung ihres Besitzers. Oh, sie ist wunderschön. Danke. Wann wird meine Mutter eintreffen? Deine Mutter ist noch auf dem Planeten, Diana. Warum? Können sich meine Eltern irgendwo etwas ausruhen, Captain? Na ja, eigentlich sind wir nicht richtig müde, Wyatt. Außerdem möchte ich mir gern das Schiff ansehen. Steven, es ist doch kein Geheimnis, dass Roxana Troy erst an Bord beamen wird, wenn wir den Transporterraum verlassen haben. Captain? Ich lasse Sie zu Ihren Quartieren bringen. Zeigen Sie der Familie Miller den Weg. Ich werde später nachkommen. Zwei weitere Personen bereits im Raufbeam, Sir. Also gut. Wyatt ist ein sympathischer Mann. Ja, das ist er. Aber ich bin nicht die, die er erwartet hatte. Ich verstehe nicht ganz. Ich auch nicht. Trotzdem, ich bin sicher, mich zu sehen war eine Überraschung für ihn. Ich möchte Sie warnen, Sir. Meine Mutter ist etwas exzentrisch. Wieder leuchtete der Transporterstrahl auf und Dianas Mutter erschien an Bord, begleitet von einem eigenartigen, wachsbleichen Diener. Wo ist das Empfangskomitee? Oh, wie ich sowas hasse. Oh. Hallo, Mutter. Sag es nicht, denk es nur. Benutze deinen Geist, nicht deinen Mund. Hallo, Mutter. Schäm dich, Diana, wie dich dieses Leben verändert hat. Nein, 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 sagen Sie nicht. Sie sind der Captain. Ihre Tochter hat bereits von ihren telepathischen Fähigkeiten berichtet. Das ist keine Telepathie, nur gesunder Verstand. Wer außer dem Captain käme wohl, um mich hier zu begrüßen? Oh, Sie können mein Gepäck tragen. Mutter. Nein, nein, das ist ganz in Ordnung. Ich bin Ihrer Mutter verpflichtet, weil sie mir eine so gute Beratung... Hier entlang... Mutter, es ist nicht richtig, den Captain zu bitten, deinen... Ist Ihnen das Gepäck zu schwer? Ein Mann in Ihrem Alter sollte trainieren, um in Form zu bleiben. Mutter, ich werde mir das keine Sekunde länger ansehen. Auf einem Raumschiff herrschen strenge Sitten, das solltest du wissen. Ach, ich entschuldige mich für das Benehmen meiner Tochter. Ist dir klar, dass du deinen Captain beschämt hast? Nicht doch. Naja, ich möchte auf jeden Fall bei unserem Wiedersehen Streit vermeiden. Kind, es ist erstaunlich, wie sehr mich dein Tonfall an Vater erinnert. Dein letzter Diener hatte sich viel Mühe gegeben, ihn mir abzugewöhnen. Passagierquartiere. Wie gefallen Ihnen die Millers, Captain? Naja, mein erster Eindruck von Ihnen ist... Also ich finde es schockierend, wie Sie sich seit der Zeit, als mein Mann und ich Sie kennenlernten, verändert haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich weiterentwickelt habe. Sie wissen natürlich, dass wir Betasoiden uns aufgrund der Fähigkeit, die Gedanken anderer Lebewesen zu lesen, viel schneller weiterentwickeln als die schwerfälligen Menschen zum Mutter, Beispiel. Mutter, das reicht. Ah, du hast also deine Fähigkeit nicht ganz verlernt. Gut. Sehr gut. Wir hoffen, Sie sind mit diesem Raum zufrieden. Naja. Der Raum ist angemessen. Klein, aber angemessen. Sie werden die Temperatur auf ein zivilisiertes Niveau einstellen lassen. Ah, ich sehe, was ich tun kann. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich bin sicher, Sie und Ihre Tochter haben sich eine Menge zu erzählen. Richtig, Captain. Sie dürfen gehen. Du bist sehr nachlässig gewesen, Kleines. Du hast deine mentalen Kräfte einrosten lassen. Nur um Verwirrung zu vermeiden, Mutter. Menschen denken etwas, sagen aber gleichzeitig etwas anderes. Ja, das tun sie tatsächlich, diese armen Dinger. Und unsere absolute Ehrlichkeit verängstigt sie natürlich. Weil wir gerade dabei sind, Mutter. Es kann einem auch der Fehler unterlaufen, dass man den Menschen gegenüber zu ehrlich ist. Das liegt nur daran, dass sie ganz selten genau das sagen, was sie denken. Ein Schiff, angefüllt mit diesen widersprüchlichen Kreaturen, kann einen glatt zum Wahnsinn treiben. Darling, ich bedauere außerordentlich, wie sich die Dinge entwickelt haben. Steven Miller hat mich aufgespürt und an die Schwüre erinnert, die wir damals geleistet haben. Mutter, es fällt mir schwer, so wie früher an den Sinn solcher Schwüre zu glauben. Diana! Aber ich werde sie natürlich in Ehren halten. Ich bin eine Betasoid. Du wirst finden, dass Wyatt ein ungewöhnlicher Mensch ist. Ich verspüre bemerkenswerte Dinge bei ihm.
Eine dringende Nachricht von Haven, Captain. Auf den Schirm. Ich bin Valeda Innes, erste Elektorine von Haven. Captain Picard? Ich grüße Sie, Elektorine. Ich bin Picard. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Der Zeitpunkt Ihres Eintreffens ist ein Glücksfall. In welcher Weise? Ein sich näherndes Raumschiff hat unser Sternentor passiert und das Gesetz verletzt. Jeder Versuch einer Kommunikation war erfolglos. Glauben Sie, es kommt in feindlicher Absicht? Kommunikationsverweigerung ist an und für sich schon feindlich. Außerdem gibt es bei uns keinerlei Verteidigungswaffen. Unser Vertrag mit der Föderation besagt, dass in dieser Angelegenheit Sie uns verpflichtet sind. Das ist richtig. Ich habe die Hoffnung, dass wir Sie nicht verteidigen müssen. Das hoffe ich auch, Captain. Trotzdem bin ich froh, dass Sie und Ihr Schiff da sind. Zur gleichen Zeit hing Wyatt in seiner Kabine seinen eigenen Gedanken nach, als Diana eintrat und lächelnd auf ihn zuging. Wyatt schien irgendwie verwirrt zu sein. Ich möchte für das Benehmen meiner Mutter um Verzeihung bitten. Deine Mutter ist ehrlich. Ich respektiere das. Ja, aber sie übertreibt leicht. Ich muss zugeben, ihre Ehrlichkeit ist manchmal etwas anstrengend. Deine Beschreibung meiner Mutter stimmt hundertprozentig, aber das ist eine Eigenart der Bitasoiden. Ich werde versuchen, weniger anstrengend zu sein. Tja, also, was könnte ich dir noch sagen? Ich bin ein Mediziner. Das ist das einzig Bemerkenswerte. Ein Arzt? Wenn du meine Gedanken liest, weißt du auch, das kannst du doch, oder nicht? Ja, manchmal. Meine Mutter hat eine hohe Meinung von dir. Ich glaube, wir werden gut miteinander korrespondieren. Ist das so eine Art Kompliment? Ja, es ist ein Kompliment. Ich habe bisher nur einmal so positive Gefühle empfunden. Es ist jemand, der auf diesem Schiff ist. Oh, es gibt also einen Mitbewerber. Nein. Für ihn existiert nur ein großes Ziel im Leben. Er möchte Captain eines Raumschiffes werden. Ich habe den Wunsch, kranke Lebewesen zu heilen. Und ich bin ausgebildete Psychologin. Vielleicht können wir gemeinsam arbeiten. Wir werden wohl lange zusammenleben. Ja, bei einer Ehe ist das allgemein üblich. Auf einem kleinen Tisch hatte Diana drei Zeichnungen entdeckt. Alle drei zeigten das Gesicht eines jungen, blonden Mädchens. Ich habe zuerst tatsächlich gedacht, du wärst Maler. Ich spüre, dass deine Gedanken sich mit diesen Bildern beschäftigen. Ich habe doch recht, oder? Ich merke, vor dir kann man kein Geheimnis haben. Als du mich das erste Mal sahst, spürte ich deutlich deine Überraschung. Du hattest diese Frau erwartet. Du hattest fest geglaubt, ich wäre diese Frau. Ich kenne ihr Gesicht, seit ich ein kleiner Junge war. Wann immer ich meine Augen schließe, höre ich, wie diese Frau meinen Namen flüstert. Ich dachte, du als Betasoid bist es, die diese Bilder in mein Bewusstsein projiziert. Es tut mir leid, dass ich nicht die bin, die du erwartet hast. Bitte nicht. Du solltest meine momentanen Empfindungen nicht als Enttäuschung werten. Du bist wunderschön. Ich fühle mich sehr geehrt. Du hast also keine Ahnung, wer sie ist? Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Captain Picard, persönliche Aufzeichnung. Ich sorge mich um Troy, die Beraterin unseres Schiffes. Nicht nur, weil wir mit ihr ein wertvolles Mitglied der Mannschaft verlieren würden, sondern auch, weil ich merke, dass sie durch eine Tradition ihres Heimatplaneten zu etwas gezwungen wird, was im Leben des 24. Jahrhunderts unklug und unwirksam geworden ist. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Captain, auf dem Bildschirm ein nicht identifiziertes Schiff, das mit Unterlichtgeschwindigkeit fliegt. Peilung 235,7. Bei dem Tempo ist es ja noch Stunden entfernt. Das wollen wir uns näher ansehen. Maximalvergrößerung. Gehe auf Maximalvergrößerung. Riesengroß war das fremde Schiff nun auf dem Bildschirm zu sehen. Es hatte eine eigenartige Glaskuppel mit einem vorne spitz zulaufenden Metallkörper darunter. Es war mindestens genauso groß wie die Enterprise. Und auf der Brücke hielten alle unwillkürlich den Atem an. Mr. Data, irre ich mich oder bedeutet das Ärger? Sie halten es für ein tarallianisches Schiff, Sir? Es ist eins. Ich dachte, die Tarallianer wären alle tot. Was machen die armen Kerle hier? Picard, medizinische Abteilung, Dr. Crusher sofort auf die Brücke. Wir lassen nicht zu, dass sie uns zerstören.
oder den Planeten. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Zusatzeintrag. Die bisherige Annahme, die tarianische Rasse sei ausgestorben, wird durch das Auftauchen ihres Schiffes eindeutig widerlegt. Dass sie mit derartig niedriger Geschwindigkeit fliegen, kann nur einen Grund haben. Sie vermuten also, das Schiff ist schwer beschädigt. Ja, wenn es nicht einmal Lichtgeschwindigkeit erreicht, hat es Jahrzehnte gebraucht, um hierher zu kommen. Bitte mehr Informationen, Mr. Data. Tarella, ein Planet der Klasse M, unserer Erde ähnlich, auch die Lebensform zeigt humanoide Merkmale. Die Geschichte der Tarellianer verlief unglücklich. Hass gewann Übermacht über Intelligenz. Es kam zum Krieg. Zwischen den Bewohnern der beiden größten Landmassen. Er endete damit, dass eine Seite gegen die andere biologische Waffen einsetzte. Und am Ende hatten sich alle infiziert. Sowas sollte jeder intelligenten Lebensform eine Warnung sein. Doktor, wissen Sie Einzelheiten über die biologische Waffe? Die Tarellianer hatten den Wissensstand der Menschen des späten 20. Jahrhunderts. Das genügt, um so einen Fehler zu begehen. Ich meine, um ein tödliches Virus zu züchten, braucht man nur diesen bescheidenen Wissensstand. Den Ausgang dieser Geschichte haben wir alle auf der Akademie gelernt. Einige Tarellianer erreichten andere Welten, infizierten die Bewohner und starben mit ihnen zusammen. Leider haben wir auf der Akademie auch noch etwas anderes erfahren. Viele Tarellianer versuchten, bewohnte Welten zu umgehen. Trotzdem wurden sie in der ganzen Galaxis gejagt und umgebracht. Alle waren der Meinung, das letzte tarianische Schiff sei vor 8 Jahren vernichtet worden. Von den Halkonnen. Richtig, Sir. Wann werden Sie Haven erreichen? In genau 13 Stunden, 9 Minuten, 22 Sekunden, 350. Danke. Das Ganze stellt ein Problem für die Enterprise dar. Die Föderation verlangt, dass wir Haven schützen. Gleichzeitig besagen die Bestimmungen der Sternenflotte, dass wir hilfsbedürftigen Lebensformen helfen müssen. Das schließt auch die Tarellianer ein. Bitte unterstützen Sie mich alle, einen Ausweg zu finden. Trotzdem bleibt uns noch genügend Zeit, unseren anderen Pflichten, die anstehen, nachzukommen. Ich meine, die Feier anlässlich der Verlobung von Schiffsberaterin Deanna Troi und Wyatt Miller. Zweifellos war Captain Picard sicher, beide Aufgaben ohne größere Schwierigkeiten lösen zu können. Aber ganz so einfach sollte es leider nicht werden. Kurze Zeit später hatten sich alle in den Salon begeben. Der Captain und seine Offiziere, die Millers und natürlich Dianas Mutter mit ihrem Diener. Wir haben alles besprochen. Die Zeremonie findet morgen statt, wenn es Ihnen recht ist. Und, Captain, wäre es Ihnen vielleicht möglich, die Zeremonie durchzuführen? Ja, natürlich, wenn beide Seiten es wünschen. Es steht außer Frage, dass nicht beide Seiten es wünschen, Captain. Ich bedauere, aber ich vermute wohl richtig, dass Sie nicht wissen, wie Verbindungen unter Beta soeben stattfinden. Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Und aus dem Grunde sind Sie selbstverständlich unqualifiziert. Der Captain ist selbstverständlich qualifiziert, eine Zeremonie durchzuführen, wie sie üblicherweise auf der Erde stattfindet. Aha. Und ich glaubte, der hätte keinen Sinn für Humor. Eine Erdenhochzeit? Lächerlich. Meine Familie und ich, wir leben auf der Erde. Deshalb legst du Wert auf dieses rückständige Ritual, entsetzlich mit ansehen zu müssen, wie sich eine Frau zurückentwickelt. Zurückentwickelt? Die Diskussion ist abgeschlossen. Mr. Hom wird die Verbindung durchführen. Und dieser Mr. Hom war natürlich kein anderer als der bleichgesichtige Diener. Aber dieser Hom kann ja nicht einmal sprechen. Kein Problem. Er beherrscht die Kunst der Zeichensprache. Exzellent. Bitte keine weiteren Bemerkungen. Wer bist du, dass du dir das Recht nimmst, uns Vorschriften zu machen? Deine Ignoranz ist erstaunlich. Ich bin Voxwana Troi, Tochter des 5. Hauses, Bewahrerin des heiligen Kelches von Rex, Erbin des Ringes von Betazed. Wer bist du? Ladies und Gentlemen, die Tradition der Sternenflotte gestattet bei gesellschaftlichen Zusammenkünften keine Streitigkeiten. Kraft meines Amtes erkläre ich hiermit alle Meinungsverschiedenheiten für beendet. Ich bringe einen Toast aus auf das junge Paar und seine Familien. Und? Und möge diese Verbindung die in Sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Zum Wohl. Alles Gute. Hoffentlich hilft mein Toast. Nun, zumindest war es Picard fürs Erste gelungen, die Gemüter ein wenig zu beruhigen. Mr. Hom freute sich jedenfalls offensichtlich sehr über den Sekt. Nach der Geschwindigkeit zu urteilen, mit der Sie trinken, müsste es in Ihrer Ahnenreihe auch Menschen gegeben haben. Mr. Data. Sir? Sie beobachten das Ganze hier wie ein Fremder.
Da Sie selber ein Mensch sind, finden Sie die Vorgänge nicht so faszinierend wie ich. Muss er das denn tun? Du weißt doch ganz genau, dass das die Art ist, wie sich Bittersoiden für ihr Essen bedanken. Du bedankst dich für etwas? Das hast du doch bis heute nie getan. Ich tue es jetzt. Im Gegensatz zu anderen Lebewesen mache ich Fortschritte. Das ist eine ungeheuerliche Behauptung. Hört endlich mit eurem kleinlichen Gezänk auf. Ganz besonders du, Mutter. Könnten Sie bitte Ihr kleines Gezänk fortsetzen? Ich finde es hochinteressant. Captain, wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich möchte noch etwas über das Problem der Tarellianer nachdenken. Ja, natürlich. Ladies, Gentlemen. Mrs. Troy, ich bin sehr an der Betasoid-Zeremonie interessiert. Könnten Sie was darüber sagen? Mit dem größten Vergnügen, Commander. Es ist eine sehr alte Zeremonie. Viele bezeichnen sie als die schönste im Universum. Nachdem sich das Riker hatte sich auf ein Holodeck zurückgezogen. Seiner Stimmung entsprechend hatte er sich eine traurige, blau-rote Wüstenlandschaft ausgewählt. Diana, die genau fühlte, was er empfand, war ihm nachgegangen. Darf ich mich zu dir setzen? Du wirst mir fehlen, Diana. Bin ich nicht länger in Sadi für dich? Auf Betasoid heißt das Geliebter oder Geliebte. Ist das menschliche Herz nicht groß genug, um Gefühle weiter bestehen zu lassen? Hast du das mit Wyatt besprochen? Ich finde, du verhältst dich mir gegenüber sehr unfair. Ich verstehe dich. Mir hätte klar sein müssen. Die Menschen und die jungen Männer ganz besonders haben große Schwierigkeiten, die platonische und die körperliche Liebe voneinander getrennt zu halten. Du hast recht, Imzadi. Ich könnte es nicht. Jetzt nicht. Nenne es ruhig eine alte Erdentradition. Ein urtümliches Gefühl. Wie du willst. Störe ich? Wir unterhielten uns gerade über sie, White. Das ist ja fantastisch. Ja. Und in dieser Unterhaltung wurde uns... Um ganz ehrlich zu sein. Bill ist etwas besorgt, dass du verärgert sein könntest, weil ich so viel für ihn empfinde. Oh, Sie wollen also Raumschiff-Captain werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einem Ziel eine Heirat nur hinderlich sein könnte. Jedem das Seine. Sie sind eben sehr ehrgeizig. Ich fand das übrigens sehr gut, was du vorhin gesagt hast. Ich hatte einfach nur meine Beherrschung verloren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja, sicher. Es muss schwer sein, so ein Schiff zu führen. Es wird nun eine Betasoid-Zeremonie geben und eine Hochzeit wie auf der Erde. Der Captain wird die Trauung vornehmen und Mr. Horm wird mein Trauzeuge sein. Plötzlich sind sich alle einig. Ja, deine Mutter hat eingelenkt. Ich möchte dir noch eine wichtige Frage stellen. Diana, willst du mich wirklich heiraten? Ja, das werde ich tun. Deine Antwort macht mich glücklich. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. Alle Versuche, das tarianische Schiff zu warnen, sind erfolglos. Die Tarianer weigern sich zu kommunizieren. Ich mache mir Sorgen. Empfangen Sie unsere Nachricht überhaupt? Unsere Sensoren registrieren eine Empfangsbestätigung, Sir. Außerdem ist es eine tarellianische Frequenz. Eine Nachricht, Sir. Sie kommt von Haven. Auf den Schirm. Captain, das verseuchte Schiff nähert sich jetzt dem Orbit des Planeten. Ja, das wissen wir, Elektorine. Ist Ihnen klar, dass die Tarellianer unsere wunderbare Welt in einen Friedhof verwandeln könnten? Bitte ergreifen Sie Maßnahmen, bevor es zu spät ist. Wir haben die Situation analysiert. Bitte zerstören Sie das Schiff, und zwar gleich. Wir werden die Tarellianer nicht beschießen. Das müssen Sie tun. Man könnte das Schiff mit einem Phaser manövrierunfähig schießen. Und weiter, Lieutenant? Sie sind jetzt im Bereich unseres Traktorstrahls, Sir. Dann warten wir nicht länger. Traktorstrahl bereit machen.
Auf mein Kommando aktivieren. Traktorstrahl bereit. Aktivieren. Positiv, Sir. Haben wir Sie unter Kontrolle, Lieutenant? Könnten Sie auf den Planeten beamen? Nein, Sir. Sie können Ihr Schiff nicht verlassen. Ich weiß, dass Sie uns empfangen, Sir. Sie könnten mit einer Signallampe antworten, wenn Sie wollten. Es sei denn, alle sind gestorben. Und es steuert ein automatischer Pilot. Captain! Die Taralianer an Bord ihres Raumschiffes waren noch nicht tot. Jetzt nahmen sie Kontakt auf. Auf dem Bildschirm erschien ihre Kommandobrücke. Eine schlanke, blonde Frau in einem blauen Kleid trat nach vorne. Diana traute ihren Augen nicht. Die Frau kenne ich von Wyatts Zeichnungen. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41294,6. Wir befinden uns im Orbit des Planeten Haven mit einem tarianischen Schiff am Traktorstrahl. Ich frage mich, was eine Frau, die bisher nur in der Vorstellung eines Mannes existierte, auf diesem solchen Schiff zu tun hat. Enterprise, ein tarianisches Schiff. Empfangen Sie uns. Sofort leuchtete der Schirm wieder auf. Diesmal trat ein Mann nach vorne. Offenbar der tarianische Captain. Mein Name ist Wren. Und bevor ich frage, warum Sie uns mit einem Traktorstrahl an sich gebunden haben, befindet sich bei Ihnen an Bord jemand mit dem Namen Wyatt? Captain, was soll das Ganze? Unglaublich. Meine Tochter hatte recht, da ist der Ariana. Wyatt, du bist gekommen, wie du es versprochen hast. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaubte, sie würde nur in meiner Fantasie existieren. Sir, wir machen uns Sorgen, weil Sie für den unter uns liegenden Planeten eine Bedrohung darstellen. Wenn Sie immer noch an der Virusinfektion leiden, die Ihre Welt zerstört hat, ja, dann... daran leiden wir immer noch, Captain. Meine Tochter, ich und die anderen 6. Nur 8? Ja, wir sind die letzten 8 Überlebenden. Die anderen sind während des jahredauernden Fluges nach Haven gestorben. Wenn Sie hergekommen sind, weil Sie die Legenden gehört haben, dass der Planet Haven angeblich wunderbare Heilkraft besitzt, dann... Wir wollen keine Kontaktaufnahme mit den Bewohnern des Planeten. Wir bitten nur um die Erlaubnis, uns irgendwo an den Gestaden eines Meeres, auf einer unbewohnten Insel oder Halbinsel aufhalten zu dürfen. Der Planet gehört uns nicht. Aber ich werde Ihre Bitte an die weiterleiten, die diese Welt regieren. Machen Sie klar, dass wir die Absicht haben, hier zu sterben, Captain. Und falls... wir sterben, solange wir von Ihrem Traktorstrahl festgehalten werden, ist es auch gut. Sofort begab sich Wyatt in die Kabine von Dianas Mutter, um sie um Rat zu fragen. Mrs. Troy, wir müssen ernsthaft reden. Ich bin immer ernsthaft, guter Junge. Nur meine fröhliche Natur täuscht Bitte, sie. Bitte, Mrs. Troy. Ja, es ist rätselhaft. Eine Frau von einem anderen Planeten taucht auf und behauptet, sie zu kennen. Und ich... Und Sie haben die ganzen Jahre nur von ihr geträumt. Ich hoffte, Sie mit Ihren Fähigkeiten... Faszinierend, Wyatt, wie leicht Ihre Gedanken zu lesen sind. Die Antwort auf das, was zwischen Ihnen und Ariana vorgeht, ist einfach. Es ist so einfach, dass die meisten Menschen es nicht verstehen. So einfach? Natürlich. Es ist etwas, das alle wissen, aber nicht wahrhaben wollen und deswegen gerne in das Reich des Aberglaubens verdrängen. Wyatt, alles, was lebt, was Bewusstsein hat, ist untereinander verbunden. Alles bildet nur Teile einer großen Einheit. Ja. Ich habe mich immer gefragt, ob ja, so etwas Wyatt, nicht... Ja, es ist der Fall. Diese Ariana ist sich der Tatsache auch bewusst. Deshalb hat sie Kontakt zu Ihnen aufgenommen. Wyatt war zu einem Entschluss gekommen. Kurze Zeit später hatte er die ärztliche Station erreicht, wo Dr. Beverly Crusher ihm die Medikamente für die Taralianer übergab. Wyatt! Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ich bin nervös, so kurz vor der Hochzeit. Ich bringe die Medikamente in den Transporterraum. Gut, ich werde den Captain benachrichtigen. Als Beverly den Raum verlassen hatte, steckte Wyatt noch schnell eine Betäubungsspritze ein. Denn die war für seinen Plan unbedingt notwendig.
Und wenige Augenblicke später stand er im Transporterraum. Legen Sie die Sachen bitte auf die Plattform. Dr. Crusher hat mir schon die Koordinaten gegeben. Wir warten auf das Kommando des Captains. Wyatt stieß dem Transportoffizier die Betäubungsspritze in den Arm und sofort sank der Mann bewusstlos zu Boden. Mit schnellen, präzisen Eingaben aktivierte Wyatt den Beam-Computer und sprang auf die Plattform. Auf der Brücke bemerkte Geordi als erster, was los war. Captain, jemand ist im Begriff, sich auf das tarianische Schiff zu beamen. Vorgang stoppen. Das kann ich nicht, Sir. Es ist zu spät. Im gleichen Moment war Wyatt auch schon bei den Tarallianern angekommen. Hallo, Wyatt. Wir dachten immer, du wärst nur ein Traum. Ihr seid nicht überrascht? Wusstet ihr, dass ich kommen würde? Als wir dich auf dem Schiff sahen, war uns klar, du bist der Arzt, der uns helfen wird. Ja. Ich habe für euch Medikamente mitgebracht. Ich wusste genau, du würdest diesen Mut aufbringen. Konnten Sie das zulassen, Captain? Mein Sohn umgeben von diesen schrecklichen Aussätzigen. Mrs. Miller, hätte ich es verhindern können, ich hätte es getan. Nehmen Sie ihn zurück. Er kann nie wieder zurückkommen, Mrs. Miller. Sie können Ihren Traktorstrahl abschalten, Captain. Wir landen nicht auf Haven. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Wyatt! Mutter, Vater, verzeiht mir, aber ich musste es tun. Ich werde versuchen, den Tarallianern zu helfen, sie zu heilen. Wyatt wird erfolgreich sein. Das weiß ich schon seit vielen Jahren. Ich wusste, auf Haven wird sich mein Schicksal erfüllen. Ich dachte zuerst, es wäre das Leben mit dir, Diana. Aber es war Ariana, die mich hergebracht hat. Verzeih mir. Wyatt, ich freue mich für dich. Und auch für Ariana. Dafür, dass du ein Mensch bist, hast du sehr gut gehandelt. Mutter. Captain, ich bedanke mich. Leben Sie wohl, Sir. Leb wohl. Captain Picard ließ den Traktorstrahl abschalten und das tarallianische Raumschiff löste sich von der Enterprise. Die Triebwerke dröhnten auf und das Schiff verschwand in den Weiten des Raumes. Auf der Enterprise verabschiedeten sich die Gäste. Wyatts Eltern ließen sich als Erste auf Haven hinunterbeamen. Dann waren Dianas Mutter und Mr. Hom an der Reihe. Eine Schande, dass die Reise umsonst war. Vielleicht sollte ich Sie erwählen, Captain. Bitte? Nun ja, der Captain ist ein attraktiver Mann. Leider ein bisschen zu alt für mich. Vielleicht wären Sie der Richtige. Er ist bereits andere Bindungen eingegangen, Mutter. Ah, so ist das. Er muss wissen, was er tut. Mr. Hom. Ich danke für die geistigen Getränke. Vergiss nie, dass du eine Betasoid bist, meine Kleine. Und dann waren auch die beiden wieder zurück auf Haven. Meine Mutter hat nur gescherzt, Captain. Ich kann nicht darüber lachen. Commander Riker, wir starten. Aye, Sir. Warpgeschwindigkeit 2. Kurs 57,319. Unsere nächste Aufgabe erwartet uns. Schön, dass Sie bei uns bleiben, Counselor. Warpgeschwindigkeit 2, Sir. Kurs 57,319. Volle Kraft. Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft.
Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41263,1. Wir haben ein Treffen mit der USS Fearless, von der ein Experte für Warp-Antriebe zusammen mit seinem Assistenten zu uns rüberbeamen wird, um unsere Triebwerke zu warten. Das Gleiche haben die beiden bereits auf zwei anderen Raumschiffen der Sternenflotte gemacht. Nummer eins, ich weiß nicht, worüber Sie sich Sorgen machen. Die haben nicht das Recht, Änderungen an unseren Triebwerken vorzunehmen. Laut Bericht werden Sie einfach einige Versuche unternehmen, die Triebwerke mit verschiedenen Einstellungen Warpgeschwindigkeit erreichen. Was soll daran so schlimm sein? Das sind die Schriften von diesem Kosinski. Meiner Meinung nach alles nur Geschwätz. Geschwätz? Mr. Data, würden Sie das bitte erklären? Wir haben Kosinskis Spezifikation in den Computer eingegeben und danach Tests durchgeführt. Es war keine Veränderung der Triebwerksleistung festzustellen. Wie erklären Sie sich dann, dass laut Bericht der Sternenflotte dieselben Spezifikationen auf der Ajax und auf der Fearless messbare Verbesserungen der Schubkraft ergaben? Unsere Triebwerke sind neu, Sir. In bestem Zustand. Vielleicht konnte man bei den älteren Raumschiffen tatsächlich einige Fehler ausgleichen. Transporterraum an Captain. Zwei Personen von der USS Fearless bereit zum Rüberbeamen. Ihr Picard, Commander Riker wird Sie empfangen. Aye, Sir. Ich sehe, Sie machen sich immer noch Gedanken. Ja, Sir. Captain, ich habe einen Vorschlag. Counselor Troy sollte die beiden Besucher überprüfen. Ja, sehr gut. Troy und Riker begaben sich in den Transporterraum. Sekunden später materialisierten die beiden Besucher. Der Assistent von Kosinski war ohne Zweifel ein Außerirdischer. Willkommen an Bord, Mr. Kosinski. Ich bin der erste Offizier, Commander William Riker, und das ist... Bitte, Commander, wo ist der Captain? Er ist im Moment sehr beschäftigt, Sir. Die Triebwerke eines Raumschiffes sollten die Sache des Captains sein. Das sind sie, Sir. Deshalb bin ich ja auch als erster Offizier für Zustand und Leistung der Triebwerke verantwortlich. Die direkte Kontrolle der Triebwerke untersteht zurzeit Chefingenieur Lieutenant Commander Argyle. Sehr erfreut, Sir. Ich bedanke mich für Ihre schriftlichen Berichte. Zu denen Sie sicher unzählige Fragen haben. Ja, Sir, allerdings. Darf ich fragen, wer Sie sind, Sir? Ich bin Mr. Kosinskis Assistent und mein eigentlicher Name ist für Menschen unaussprechbar. Sie kommen von Tau Alpha C. Ein weit entfernter Planet. Das alles steht bereits in meinen Berichten, die Ihnen die Sternenflotte zugestellt hat. So, und jetzt möchte ich sofort aufs Maschinendeck. Unser Chefingenieur wird Ihnen gern alles zeigen, Sir. Nicht nötig. Ich kenne mich in Raumschiffen aus. Dieser Kosinski verbreitet auffällig schlechte Stimmung. Allerdings. Außerdem ist der Herr arrogant, überheblich und präpotent, von seinen eigenen Fähigkeiten hundertprozentig überzeugt. Was ist mit seinem Assistenten? Der ist eine Überraschung. Bei den meisten Lebensformen kann ich irgendeine Empfindung empfangen. Ich kann diese Signale nicht immer interpretieren, aber zumindest spüre ich etwas. Irgendeine Präsenz. Bei ihm ist nichts. Nur ein Vakuum. So, als ob er nicht existieren würde. Diese Tatsache beunruhigt mich etwas. Ich kann Ihnen dafür keinen Grund nennen. Bis jetzt nicht. Bleiben Sie weiterhin aufmerksam. Die beiden haben immerhin etwas mit der Sicherheit der Enterprise zu tun. Eine Stunde später hatte Kosinski im Maschinenraum völlig das Kommando übernommen. Informieren Sie die Brücke, dass ich meinen ersten Test in genau 15 Minuten beginne. Warum ist dieses Kind hier? Er gehört zu einem Schulungsprojekt. Bevor Sie beginnen, habe ich einige Fragen. Erstens, warum haben Sie... Um mir eine Menge Zeit zu ersparen, lassen Sie mich an Ihrer Stelle die Fragen stellen. Sie erhielten den Bericht der Sternenflotte mit meinen Einstellungsvorschlägen für Triebwerke. Sie haben sie so genau wie möglich in den Computer eingegeben und danach einen Probelauf durchgeführt. Dann ist, zu Ihrem großen Erstaunen, nichts passiert. Daraufhin sagten Sie sich, was ist hier los? Nichts passiert. Der Kosinski ist ein Schwindler. Sie merken, ich habe diese ganze Geschichte schon vorher auf anderen Raumschiffen erlebt. Keiner hat es verstanden. Warum also Sie? Sicher sagen Sie jetzt, das sei unerklärbar. Ich sage nur, ich bin kein Lehrer. Ich habe keine Lust, einer zu werden. Ich habe weder Interesse daran, noch die Zeit.
Sie sollten sich die Zeit nehmen. Sie verstehen nicht, Guts. Meine Tätigkeit wurde vom Kommando der Sternenflotte genehmigt. Aber noch nicht vom Chefingenieur oder von mir. Ich wusste nicht, dass das nötig ist. Nun, wissen Sie es. Vielleicht sollte ich doch mit Captain Picard sprechen. Wenn Sie möchten. Es wird sich nichts ändern. Wo soll ich mit der Erklärung beginnen? Wo Sie wollen. Du übernimmst bitte die Computerkontrolle. Um Zeit zu sparen, wird mein Assistent jetzt die Grundeinstellungen eingeben. Das kann er schneller als jedes menschliche Wesen, höchstwahrscheinlich sogar schneller als ich. Wesley, den Kosinski zuvor mit dieses Kind gemeint hatte, setzte sich neben den Assistenten an den Computer. Offenbar hatte der Außerirdische nichts dagegen. Und nun erkläre ich so einfach wie möglich, was ich eigentlich mache. Also, dieses Warp-Antriebssystem wurde nur in sehr primitiver Weise installiert und eingestellt, zumindest von meinem Standpunkt aus gesehen. Deshalb nehme ich die Feineinstellung vor. Danke. Beginnen wir zuerst mit der Regelung des Photonenstroms. Der wird nicht wie bisher direkt in den Hauptgenerator geleitet. Ich glaube, dich irritiert einiges an der neuen Konfiguration. Der Erfolg dieser Maßnahme ist, der Photonenstrahl wird enger gebündelt als vorher. Und damit kann in der Beschleunigungskraft... Und, wird es dir jetzt klar? Bitte sehen Sie sich das hier noch einmal genau auf dem Schaltbild an. Ja. Aber sollten diese Scheitelpunkte nicht verbunden werden? Hier. Gehen wir also weiter. Und da? Glaubst du, dass Kosinskis Einstellung etwas bewirkt? Ja, es besteht die Chance. Vielleicht wäre diese Voreinstellung besser. Ja, ich glaube, die ist besser. Lächelnd sah der Assistent Wesley an. Der seltsame Mann schien von den Fertigkeiten des Jungen echt angetan zu sein. Kosinski fuhr mit seinen arroganten Sprüchen fort. Der Warp-Antrieb funktioniert wie die Natur. Betrachten Sie den Bildschirm, wenn wir Folgendes überlegen. Also, ist das reine Mechanik oder sind es die Urgesetze der Natur, die das bewirken? Bedenken Sie, die Funktionen der Natur bewegen sich in den Dimensionen Zeit und Raum. Sie wurden für die Benutzung dieses Systems unter üblichen Voraussetzungen ausgebildet und entwickeln bei der Handhabung wahrscheinlich in bescheidenen Grenzen so etwas wie eine gewisse Kreativität. Aber was ich Ihnen hier zeige, ist nicht das Ende des Lernprozesses. Es ist der Anfang. So, was tue ich jetzt? Beame ich zurück zur Fearless, die durch mein Eingreifen einen besseren Warp-Antrieb hat als vorher? Oder ändern Sie Ihr ignorantes Verhalten und gestatten mir weiterzumachen? Können seine Änderungen unser System beschädigen? Wie denn? Sie sind sinnlos. Dann lassen wir es ihn versuchen. Wir lassen es ihn versuchen? Reden Sie von mir nicht in der dritten Person, als ob ich nicht vor Ihnen stünde, genau hier! Ja, wir gestatten ihm einen Versuch. Wir gestatten ihm einen Versuch, zu großzügig. Junge! Junge! Nicht darum spielen. Captain, Triebwerke für den ersten Versuch bereit. Rücke an Maschinendeck. Beginnen Sie. Wir gehen vor wie beim letzten Mal, ohne jede Änderung. Commander, ich beginne mit den Primäreinstellungen bei Warp 1,5 und werde mit allem fertig sein, wenn wir Warp 4 erreicht haben. Maschinendeck an Brücke. Sind Sie einverstanden? Nummer 1, wir sind bereit. Beginnen Sie. Verstanden, Sir. LaForge, Warpgeschwindigkeit 1,5. Warpgeschwindigkeit 1,5 ist programmiert, Sir. Energie. Also gut. Es geht los. Kosinski machte seine Eingaben in den Hauptcomputer des Warp-Antriebs. Gleichzeitig bediente der Assistent das Kontrollpult. Plötzlich leuchtete der ganze Maschinenraum in grellem Licht auf. Was machst du da? Unbeweglich saß der Assistent am Bildschirm. Auf einmal schien sein Körper sich aufzulösen, war für einige Sekunden fast unsichtbar und kam wieder. Im gleichen Moment ging ein ungeheurer Beschleunigungsruck durch die Enterprise. Captain, wir überschreiten Voxy. Unsere Geschwindigkeit? Außerhalb der Skalen, Sir. Schubumkehrung. Captain, noch nie wurde bei dieser Geschwindigkeit Schubumkehrung eingeleitet. Es ist auch noch niemals jemand so schnell geflogen. Schubumkehrung.
Triebwerke abschalten. Triebwerke schalten ab, Sir. Position. Ich berechne sie noch, Sir. Data, was sagen Ihre Anzeigen? Eine Funktionsstörung, vermute ich. Unsere Position, LaForge. Also, Sir, nach den Berechnungen haben wir nicht nur unsere eigene Galaxis verlassen, sondern zwei andere durchflogen und befinden uns nun auf der anderen Seite des Triangulum. In der Galaxis M33. Das ist nicht möglich. Data, welche Entfernung haben wir zurückgelegt? 2.700.000 Lichtjahre, Sir. Das kann ich nicht glauben. Sie müssen es, Sir. Alle Berechnungen zeigen, dass die Angaben ganz korrekt sind. Der Computer sagt, selbst mit Maximum-Warp-Geschwindigkeit brauchen wir über 300 Jahre, um nach Hause zu kommen. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41263,2. Diese Eintragung wird viele in Erstaunen versetzen, vorausgesetzt, die Sternenflotte erhält das Logbuch. Ich habe meine Mannschaft darüber informiert, dass ein unglaublicher Energiestoß während eines Warp-Experiments uns innerhalb weniger Minuten in eine Galaxis katapultiert hat, die von unserer eigenen über 2.700.000 Lichtjahre weit entfernt ist. Ich habe Ihre Nachricht an die Sternenflotte abgesetzt, Sir. Selbst mit Hyperraumübermittlung braucht diese Nachricht 51 Jahre, 10 Monate, 9 Wochen, 16 Tage und... Mr. Data! Sir? Ich vermute, Sie sind Captain Picard. Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist. Die Wahrheit ist, ich habe einen Fehler begangen. Einen wunderbaren, unglaublichen Fehler. Erklären Sie mir nur, wie wir hierher gelangt sind. Mit dem Anwachsen der Energie habe ich die Leistung asymptomatisch verändert. Ich habe dann wie gewohnt den Photonenstrahl elektrisch abgelenkt. Und das war der Fehler, denn die Grundeinstellungen stimmten nicht. Haben Sie es verstanden, Mr. Riker? Um ganz ehrlich zu sein, Sir, für mich klingt es wie Unsinn. Aber Anbetracht der Tatsache, dass wir uns in dieser Galaxis befinden, müssen wir annehmen, dass es sich um keinen Unsinn handelt. Unten im Maschinenraum sah Wesley, dass der Assistent sich nur mit Mühe aufrechthalten konnte. Er schien ungeheuer erschöpft zu sein. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Soll ich meine Mutter rufen? Sie ist Ärztin. Nein, sie kann nichts für mich tun. Ich muss mich nur ausruhen. Ich bin schon zu lange unterwegs. Was war eben mit Ihnen? Hängt es mit dem zusammen, was mit dem Schiff passiert ist? Bitte glaub mir, ich will weder dem Schiff noch seiner Mannschaft Schaden zufügen. Ist Mr. Kosinski das, was ich annehme? Ein Angeber? Nein, das ist er nicht. Aber er hat von allem nur einen Teil begriffen. Sie meinen, dass Raum, Zeit und Gedanken nicht voneinander getrennt sind, wie man allgemein annimmt? Ich dachte, die von Ihnen benutzte Gleichung sagt genau das aus. Mein Junge, sprich sowas nie wieder aus. Nicht in deinem Alter und nicht in einer Welt, die noch nicht bereit ist für so einen gefährlichen Unsinn. Zur gleichen Zeit war Kosinski auf der Brücke nun richtig oben auf und stolzierte herum wie ein Pfau. Ich habe immer vermutet, dass eine derartige Geschwindigkeit möglich ist, aber dass wir sie so erreicht haben, das verblüfft mich. Wir brauchen ganz neue Theorien, neue Parameter. Vielleicht könnten wir sie die Kosinski-Skala nennen. Warum nicht? Ein guter Einfall. Denn immerhin habe ich die sogenannte Warp-Grenze ad absurdum geführt. Captain Picard, das muss für Sie doch einen ungeheuren Reiz darstellen. Reiz? Sie sind ein Entdecker. In 300 Jahren Raumfahrt haben wir erst 11% unserer Galaxis erforscht. Und nun dieser ungeheure Fortschritt. Ja, aber leider stellt sich die essentielle Frage, können Sie das wiederholen und uns zurückbringen? Ja, natürlich kann ich das. Ich werde einfach das Ganze noch einmal machen. Kommen Sie mit, Riker. Commander Riker wird Ihnen gleich folgen. Ich bitte um Stellungnahme. Counselor? Er ist überzeugt, im Recht zu sein. Daran besteht kein Zweifel. Captain,
Sie gehen ein Risiko ein, wenn Sie einem Mann, der einen Fehler gemacht hat, gestatten, einen zweiten zu machen. Captain, eins ist klar, wenn uns der Kerl nicht zurückbringen kann, wer könnte es dann? Captain, wir sind hier und wir sollten die Gelegenheit für wissenschaftliche Forschungen nutzen. Ein riesiger Protostern ist im Begriff, Form anzunehmen. Nie war ein Raumschiff zuvor in dieser Galaxis. Man merkt, er war auf der Sternenflottenakademie. Die Möglichkeiten sind verlockend, nicht? Ja, natürlich, Sir. Aber wir wollen nicht vergessen, Sie sind der Captain. Wenn uns dieser Kosinski wieder nach Hause bringen kann, wird die Sternenflotte ein Forschungsschiff mit seinem speziellen Antrieb ausrüsten. Das wäre sinnvoll. Nummer eins, Kosinski soll den Start vorbereiten. Aye, Sir. Entschuldigung, Commander Riker. Ich glaube nicht, dass Kosinski das gemacht hat. Ich glaube, nicht es war... Was. Nummer eins, wir sind bereit. Sir, während dieses Vorfalls beobachtete ich seinen Assistenten ja, und sicher, der... Wesley, das alles war sehr faszinierend und du wirst es mir genau erzählen, aber nicht gerade jetzt. Bereit, Sir. Kommst du? Er ist sehr erschöpft. Könnten Sie es nicht allein machen? Ja, wieso nicht? Nein, ich werde Ihnen helfen. Wie du wünschst. Sagen Sie bitte dem Captain, ich wäre bereit. Wir warten auf Ihren Befehl, Captain. Wie vorhin beginnen wir mit Warp 1,5. Warp 1,5, Sir. Es funktioniert nicht. Wieder begann der Assistent, sich am Kontrollpult aufzulösen. Wie vorher war er fast völlig verschwunden und kam dann langsam wieder zurück. Diesmal sah es auch Riker. Dann heulte der Warp-Antrieb auf und erneut ging ein gewaltiger Energiestoß durch die Enterprise. Triebwerke stoppen. Alle Systeme werden gestoppt, Captain. Captain, laut meinen Instrumenten hatten wir die Geschwindigkeit von 1,5 Warp nicht überschritten. Wir haben vollständigen Halt erreicht, Sir. Ja gut. Aber wo befinden wir uns jetzt? Wo noch nie jemand war. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. Sternzeit 41263,3. Anstatt in die eigene Galaxis zurückzukehren, ist die Enterprise an einen Ort im Universum verschlagen worden, der nirgendwo verzeichnet ist und den niemand kennt. Unsere gegenwärtige Position ist mehrere Millionen Lichtjahre von unserer eigenen Galaxis entfernt. Commander Data, übernehmen Sie. Ich gehe zum Maschinendeck. Ein wildschweinähnliches Tier war auf einmal auf der Brücke aufgetaucht. Was ist das? Ein Klingon-Tag. Mein Schoßtier. Von meinem Heimatplaneten. Ich hatte es, als ich ein Kind war. Das da war Ihr Schoßtier? Ja, ich habe sehr an ihm gehangen. In der gleichen Sekunde war das Tier wieder weg. Tascha hatte das nächste seltsame Erlebnis. Die Katze, die sie vor Jahren mal hatte, war auf einmal da. Meine Kleine, wo kommst du denn her? Und dann glaubte sie plötzlich, in einer Höhle zu sein, verfolgt von Banditen. Schnell, gleich passiert etwas Schreckliches. Tascha, was ist denn? Haben Sie einen Gast gesehen? Da waren eben... Das ist ja verrückt. Ich war in der Kolonie, in der ich aufgewachsen bin. Eine Bande hat mich bedroht. Ist alles in Ordnung? Sie sind hier ganz sicher.
Und das unheimliche Geschehen ging weiter. Captain Picard befand sich gerade auf dem Gang zur Kommandobrücke, als zwei Besatzungsmitglieder an ihm vorbeistürmten. Captain! Captain, bitte helfen Sie uns! Was ist denn? Sehen Sie denn nicht, was uns verfolgt? Der Captain sah überhaupt nichts, aber Sekunden später traute er seinen Augen nicht. An einem kleinen Tisch mitten im Gang saß seine längst verstorbene Mutter. Du siehst angespannt aus, Jean-Luc. Komm und trink mit mir eine Tasse Tee. Ich habe ihn gerade frisch gebrüht. Deine Lieblingssorte. Mama. Wir zwei werden jetzt ein schönes, langes Gespräch führen. Das ist unmöglich. Du bist doch... tot? Ich bin immer bei dir. Das weißt du ganz genau. Ja, sicher. Ich fühle es. Aber warum bist du jetzt hier? So überraschend. Du meinst an diesem Ort, von dem du glaubst, er sei das Ende des Universums? Aber vielleicht ist er auch der Anfang von Zeit und Raum. Er ist das Ende des Universums. Mama, verstehst du was von diesen Dingen? Kannst du mir sagen, wo sich mein Schiff befindet? Wo sind wir hier? Captain, man sagte mir, Sie wollten... Einen Moment, Commander Riker. Und da war auch diese Vision vorüber. Ein ungeheurer Verdacht stieg in dem Captain auf. Kann ich Ihnen helfen? Nein, wir müssen allen helfen. Captain Picard, Alarmstufe Rot. Warum Alarmstufe Rot, Captain? Ich will, dass mir jeder zuhört. Das ist die einfachste Methode. Hier spricht der Captain. Das ist keine Übung. Ich vermute, dass an diesem Ort, an dem wir uns jetzt befinden, die reale Welt und die Welt unserer Gedanken sich miteinander vermischen, weil die Grenze zwischen ihnen aufgehoben ist. Was wir denken, kann zur Realität werden. Deshalb müssen wir versuchen, unsere Gedanken unter Kontrolle zu halten. Wenn wir mehr über dieses Phänomen wissen, unterrichten wir sie. Solange dieser Zustand anhält, bleibt Alarmstufe Rot bestehen. Was haben Sie getan? Er hat niemals etwas getan. Es war sein Assistent. Was reden Sie da? Kosinski hat nicht die Tests mit dem Warp-Antrieb durchgeführt. Doch, das habe ich. Wie wir vermuteten, waren die Einstellungen, die er eingab, reiner Unsinn. Ich habe wirklich geglaubt, dass es meine Formeln waren, die die Veränderung bewirkten. Ich war fest überzeugt, ich hätte einen neuen Weg beschritten. Es war meine Schuld, Captain. Ich hätte bemerken müssen, dass es nicht Kosinski war. Wie denn? Niemand hat es bemerkt. Nur Wesley. Warum hast du uns denn nichts gesagt? Er hat es zweimal versucht, nur ich habe nicht zugehört. Er ist bewusstlos? Wieso? Das weiß ich noch nicht. Er desintegrierte. Was heißt das? Teile seines Körpers verschwanden und kamen wieder zurück. Es fiel nicht auf, weil ihn zu Anfang keiner beachtet hat. Beim letzten Mal sah ich es. Er schien dagegen zu kämpfen. Er stirbt. Das darf er nicht. Er ist der Einzige, der uns zurückbringen kann. Meiner Meinung nach schafft er das nicht mehr. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Zusatzeintrag. Position unbekannt. Unsere einzige Chance, in unsere Galaxis zurückzukehren, ist ein sterbendes außerirdisches Wesen, das zwar humanoide Züge trägt, das sich aber physiologisch gesehen von uns so sehr unterscheidet, dass wir keine Möglichkeit haben, ihm mit unserer Medizin zu helfen. Und? Ich weiß nicht. Meine Geräte registrieren keine Lebenszeichen. Er wirkt auf mich, als sei er erschöpft, ermüdet. Wird er wieder gesund werden? Mom, er ist mein Freund. Es ist gut, Wesley. Wird er überleben? Ich bin mir nicht sicher. Wecken Sie ihn. Es ist besser, wenn er von allein zu sich kommt. Wir können nicht warten. Wecken Sie ihn. Das könnte sein Tod sein. Er ist die einzige Chance, die wir haben. Doktor, Wes. Wir wollen deinem Freund nichts Böses tun. Aber wenn wir noch länger hier bleiben, verlieren wir die Fähigkeit, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Ganz gleich, wie groß das Risiko ist. Wecken Sie ihn jetzt auf. Erkennen Sie mich?
Ich bin der Captain. Ich brauche eine Erklärung. Ich werde mich bemühen, Ihnen zu helfen. Wer sind Sie oder was sind Sie? Ich bin ein Reisender. Ein Reisender? Wo liegt Ihr Ziel? Mein Ziel? Ja, welchen Ort wollen Sie erreichen? Ach, das meinen Sie. Nein, ich habe nicht die Absicht, einen bestimmten Ort zu erreichen. Was ist dann der Grund für Ihre Reise? Neugier? Das ist keine Antwort. Mit Hilfe meiner Fähigkeiten habe ich alles über Ihren Warp-Antrieb gelernt. Dieses Wissen ermöglicht es mir, in Ihren Raumschiffen zu reisen. Sie haben Kosinski erlaubt, die Lorbeeren zu ernten? Das schien mir ein vernünftiger Weg. Ja, bis jetzt. Captain, mir geht es nur darum, in Ihren Raumschiffen reisen zu können, um so Erfahrungen mit Ihrer Realität machen zu können. Ich bin keine Bedrohung für Sie, Ihr Schiff oder Ihre Mannschaft. Er sagt die Wahrheit, Captain, das weiß ich genau. Unsere Realität. Um Ihre Neugier zu befriedigen, haben Sie mein Schiff und meine Mannschaft in große Gefahr gebracht. Ich habe einige Fehler gemacht. Einige Fehler? Wollen Sie sagen, es war ein Fehler, dass wir diese unvorstellbare Geschwindigkeit erreicht haben? Ich weiß nicht, ob ich das alles in Begriffe fassen kann, die Sie verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Warp-Geschwindigkeit gibt, die uns bis in die Galaxis M33 bringen könnte. Aber es existiert keine Geschwindigkeit irgendeiner Größenordnung, die uns an den Ort transportieren könnte, an dem wir uns befinden. Stimmt es tatsächlich, was unsere Navigationsinstrumente sagen? Dass wir uns Millionen von Lichtjahren von dem Ort entfernt haben, an dem wir vorher waren? Ja. Was hat uns hierher gebracht? Das Denken. Das Denken? Sie werden mir doch zustimmen, dass das Denken die Basis aller Realitäten ist. Die Energie des Denkens, um es in Ihre Vorstellungswelt zu transponieren, ist sehr machtvoll. Kann man damit Materie bewegen? Meine Fähigkeiten wirken wie eine Linse, die Gedankenströme bündelt. Das ist einfach nur Unsinn. Erwartest du etwa, dass wir an Magie glauben? Oh ja, natürlich. Für Sie muss das Ganze wie Magie erscheinen. Nein. Oh nein. Für mich ergeben Ihre Worte einen Sinn. Sie erklären zumindest ungefähr das, was jetzt mit uns passiert. Richtig. Die Macht des Denkens hat Ihr Schiff an diesen Ort transportiert. Sie erkennen auch, wie gefährlich diese Situation ist. Die Gefahr des Chaos. Was wir denken, geschieht. Es schmerzt mich, dass ich so sorglos gewesen bin, Captain. Ich wollte nur beobachten und Sie nicht in diese Lage versetzen. Erst in ferner Zukunft sollten Sie an diesen Ort gelangen. Denn erst dann werden die Menschen diesen Zustand kontrollieren können. Sie kommen also aus einer anderen Zeit? Nein, ich komme eigentlich nicht aus einer anderen Zeit. Obwohl, wenn ich mich Ihrer Denkweise anpasse, könnte man wohl sagen, ich komme aus einer anderen Zeit. Sie haben die Fähigkeit, durch Raum und Zeit zu reisen? Ja. Und andere Ihrer Art haben die Fähigkeit auch? Ja, sicher. Warum gibt es dann in unserer Geschichte nicht einen einzigen Bericht, dass jemand Ihrer Art uns besucht hat? Ich finde Ihre Arroganz rührend. Es gibt keinen Bericht, weil bisher niemand von uns sie besucht hat. Wieso nicht? Ganz einfach. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Verzeihen Sie meine Aufrichtigkeit, waren Sie uninteressant für uns. Erst beim jetzigen Stand Ihrer Evolution verdienen Sie das Interesse, das wir... Bitte entschuldigen Sie. Was ist mit ihm? Er ist bewusstlos. Holen Sie ihn zurück. Wenn Sie wollen, dass er Ihnen hilft, sollten Sie sich besser beeilen. Ich möchte noch etwas sagen. Mit dem ersten Sprung verließen wir unsere Galaxis. Das war, wie er sagte, ein Fehler. Oder er wurde von etwas abgelenkt. Er wurde dadurch geschwächt. Das Resultat? Wir landeten schließlich hier. Eine Theorie. Können Sie vielleicht mit Fakten aufwarten? Können Sie uns zurückbringen? Warten Sie, Captain. Nichts übereilen. Wir haben hier die Gelegenheit, wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Und wie wollen wir unsere Entdeckungen weitergeben? Und an wen? Können Sie uns zurückbringen? Ich werde es versuchen. Nummer eins, gehen Sie mit ihm aufs Maschinendeck. Ich bin auf der Brücke. Nein. Er ist sehr schwach. Der Captain hat recht, wir müssen uns beeilen. Aber zuvor bitte ich um eine kurze Unterredung mit dem Captain. Allein.
Captain, ich möchte mit Ihnen über Wesley sprechen. Über Wesley? Was ich Ihnen sage, behalten Sie für sich. Auf keinen Fall sagen Sie es seiner Mutter. Was auch immer geschieht, es ist wichtig, dass er sich unbeeinflusst entwickelt. Wir müssen das Schiff zurückbringen. Haben wir denn Zeit für sowas? Ja, natürlich. Dieser Junge und wenige, die wie er sind, stellen den Grund für meine Reise dar. Sie haben die Möglichkeit, ihn zu fördern, ohne in seine Entwicklung einzugreifen. Ich soll ihn fördern? Wie erkläre ich Ihnen das? Sind Sie gut mit den komplizierten Vorgängen vertraut, die die Menschen Musik nennen? Etwas. Ich habe in der Bibliothek eines Schiffes einiges über ein musikalisches Genie gelesen. Sein Name war Mozart. Bereits als kleines Kind hat er erstaunliche Werke komponiert. Sein Verständnis für die Musik lag weit über dem Durchschnitt. Er erkannte die Zusammenhänge der Musik wie nur ganz wenige Menschen außer ihm. Der junge Wesley ist so ein Mensch. Nicht auf dem Gebiet der Musik. Er erkennt die Zusammenhänge, die hinter Begriffen wie Raum, Zeit und Geschwindigkeit stehen. Für ihn ist dieses Raumschiff wie ein Instrument. Er hat die Fähigkeit, meisterhaft darauf zu spielen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Bitte vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Wesley ist zwar nur ein Junge, aber er sollte gefördert werden, ohne dass man ihn beeinflusst. Commander Riker, es ist soweit. Bringen Sie ihn an das Hauptsteuerpult. Ja, Sir. Ich werde auf der Brücke sein. Ja, Sir. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. In unserer Situation wäre jede Zeiteintragung bedeutungslos. Wir haben nur die Möglichkeit, das Experiment mit dem Warp-Antrieb zu wiederholen, mit einer Änderung. Die Gedankenkraft aller Menschen an Bord der Enterprise wird diesmal das Experiment unterstützen. Wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Wir wissen nur, dass der fremde Reisende sich unserer Gedankenkraft bedienen kann. Haben Sie noch irgendwelche Ratschläge? Dieses Experiment erzeugt eine Stresssituation. Daher ist es natürlich, dass die Konzentration der Mannschaft abgelenkt wird. Ganz bestimmt werden einige große Angst haben. Es ist unmöglich, bei dem, was vor uns liegt, keine Angst zu haben. An alle Decks und alle Stationen. Hier spricht der Captain. Ich bitte um größte Aufmerksamkeit. In wenigen Augenblicken werden wir versuchen, in unsere Galaxis zurückzukehren. Es ist wichtig, absolut lebenswichtig, dass Sie die Gedanken auf Ihre Aufgaben konzentrieren und auf das Wohlergehen des Fremden, den wir den Reisenden nennen. Versuchen Sie, ihm einen Teil Ihrer Kraft zu geben. Das ist ein Befehl. Alle müssen es versuchen. Ich wiederhole. Richten Sie Ihre volle Konzentration auf die Aufgabe, die vor Ihnen liegt. Und bemühen Sie sich um das Wohlergehen des Reisenden. Denken Sie an ihn wie an jemanden, den Sie sehr mögen. Alle Decks, alle Stationen, bereithalten. Bei der Arbeit am Hauptcomputer brauche ich Kosinski. Du brauchst mich? Ja. Warpgeschwindigkeit 1,5, entgegengesetzter Kurs. Warpgeschwindigkeit 1,5, Kurs 261,31, Sir. Brücke an Maschinendeck, Achtung! Ich empfange jetzt einen ungeheuren Strom positiver Energie. Es ist ein wundervolles Gefühl. Maschinendeck an Brücke, wir sind bereit. Mr. Data, Mr. LaForge, es ist soweit. Aktivieren. Nichts verändert sich. Die Energie reicht nicht. Geradezu verzweifelt bediente Kosinski den Hauptcomputer. Auch der Assistent ließ schon den Kopf hängen. Und dann, instinktiv drückte Wesley seinem außerirdischen Freund die Hand. Im selben Augenblick ging ein freudiges Strahlen über dessen Gesicht. Für Sekunden schien er gewaltige Kräfte zurückgewonnen zu haben. Von einem Augenblick zum anderen löste sich sein Körper vollkommen auf. Und wieder ging ein unvorstellbarer Energiestoß durch die Enterprise. Warp 1,5, Sir. Das haben die Instrumente die ganze Zeit angezeigt. Und wir befinden uns genau an der Position unserer Galaxis, an der wir unsere Schlittenfahrt begannen. Alarmstufe Rot aufheben. Der Reisende ist weg, Sir. Weg? Er hat sich gewissermaßen aufgelöst. Er ist nicht mehr real, zumindest nach unseren Vorstellungen nicht. An alle Decks und Stationen. Mit der Unterstützung des Reisenden ist es uns gelungen, in unsere eigene Galaxis zurückzukehren. Der Reisende hat
hat uns jetzt verlassen. Wo immer er auch ist, wir wünschen ihm Glück. Nummer eins, der Junge soll auf die Brücke kommen. Wesley Crusher auf der Brücke melden. Und zwar sofort. Der Kurs für unseren nächsten Einsatz? Ja, Sir. Mr. Data, Mr. LaForge, Warp 5 für diesen Kurs. Warp 5, Sir. Angegebener Kurs liegt an, Sir. Ah, Wesley. Komm auf die Brücke. Beweg dich. Commander Riker hat mir berichtet, dass du auf dem Maschinendeck sehr hilfreich warst. Rühr dich. Setz dich hier auf meinen Platz. Computerlogbuch, Sternzeit 41263,4. Für vorbildliche Pflichterfüllung in der Tradition der Sternenflotte wird Wesley Crusher zum Fähnrich ehrenhalber mit allen Pflichten und Privilegien ernannt. Bei nächster Gelegenheit wird dein Aufnahmeantrag für die Sternenflottenakademie eingereicht. Bis es soweit ist, wirst du dich auf dem Raumschiff Enterprise mit der Praxis vertraut machen. Commander Riker, erstellen Sie einen Dienstplan für Wesley Crusher und ein Lernprogramm. Aye, Sir. Inzwischen setz dich hin und pass gut auf. Sir, soll ich Dr. Crusher rufen? Ist jemand krank? Oder willst du deiner Mutter sofort alles erzählen, Wes? Wenn es Ihnen recht ist, Sir, würde ich gerne eine Weile hier sitzen bleiben. Später erzähle ich ihr alles. Commander Riker, wir starten. Aye, Sir. Volle Kraft.